Okay. Wir zeigen euch jetzt den Koshiguruma. Nehmen uns unseren Partner. Ich mache ihn jetzt rechts als erstes. Greifen wir wie immer und laufen jetzt erstmal ein bisschen. Irgendwann nehmen wir unseren Arm, gehen hier an seinen Hals, schieben die Hüfte richtig raus, gehen leicht runter, wieder hoch und ziehen ihn hier weiter. Das Ganze machen wir jetzt bei links nochmal mehr in der Bewegung, dann ist es noch einfacher. Und das ist dann auch schon der Koshiguruma gewesen. Okay.